Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ja, diesmal gehen wir wirklich in den Oina-Wald oder was auch immer dieser Wald hieß. Kai will uns den Weg zeigen und hat gefragt, ob wir bereit sind zum Rennen. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall bereit. Na klar sind wir bereit. Lass mich dich warnen. Unterschätze diesen Wald nicht, okay? Die Pollen der Bäume hier haben die Macht, Lebewesen zu verwirren. Wir Oina können hier nicht lange bleiben. Und ich nehme an, du auch nicht. Keiner von uns hier möchte in dem Schneesturm verloren gehen und hier draußen sterben. Also bleib schön an mir dran und fall nicht zurück. Ja, klar. Oh Gott. Oder ist das hier Jump'n'Run Dungeon? Ist ja eigentlich nicht wirklich Dungeon, oder? Oh Geister der Luft, der Erde und der See. Beschützt uns mit euren göttlichen Kräften. Uff. Okay. Ach Gottchen, okay. Ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Ich muss immer schön durch die Löcher mit durchspringen. Zack. Und zack. Und au. Ja, dürfte ich mal... Danke. Ganz schön gemein. Ach komm. Die ersten haben doch auch nicht getroffen. Sind wir jetzt hier bei der Peitsche und in Weide oder wie? Ja, schön, dass du auf mich wartest. Das ist sehr nett. Zack. Ach, da zählt die Zeit trotzdem weiter. Egal, es hat den Baum trotzdem im Ziehen verwirrt. Die Frage ist, was sind das für Kugeln da? Soll ich die einsammeln, um mehr Zeit zu bekommen? Nein, das sind die Pollen, die mir einen verwirren, oder? Da fehlt mir so ein bisschen Erklärung jetzt. Zack, kann ich auch. Kannst du vielleicht mal schneller machen? Okay. Danke. Ich hoffe, das... Natürlich war es das nicht. Oh, der Baum macht mir Angst, der rechts. Nein. Weg da. Ja, ich bin schon da. Lass dich von mir nicht aufhalten. Ich will nur den Knochen hier mitnehmen. Also, lass dich nicht von mir... stören. Bin schon da. Jetzt teste ich das mal. Plus 30 Sekunden, Tatsache, okay. Ja komm, glitsch doch da nicht runter. Das heißt, die Dinger... Au! Sollte ich immer schön einsammeln? Ja, oh komm. Wenn da aber so viele von rumliegen, dann heißt das, ich muss da wirklich mich anstrengen, oder? Sind die dazu gedacht, wenn ich die Truhen hier alle mitnehmen will. Autsch! Ich meine, in einer von denen könnte natürlich auch eine versteckte Perle sein, aber... Ich nehme das jetzt trotzdem mal mit. Zack! Und schon kann ich wieder umdrehen. Ja, ist okay. Ich nehme die Perle mit. Zack, zack. Ist okay. Ich bin genau hinter dir. Nein. Oh Gottchen. Diese Bäume. Ich glitsch mich jetzt einfach so ein bisschen an denen vorbei. So. Kann man ja auch mal machen. So, und dann hoffe ich, dass wir da gleich wieder so eine lustige Perle finden. Die uns wieder Zeit gibt. Nee? Schade. Ich hatte das jetzt gehofft. Ah, das hat wirklich ein bisschen was von verlorenen Wäldern, ne? Oh, um Gottes Willen. Ja, klar. Ganz gemeiner Trick. Wo ist die jetzt lang? War einfach weiter hoch, oder? Ich geh jetzt mal lieber nach rechts. Nicht zweimal. Ich falle nicht zweimal auf denselben Trick. Rein. Ja, klar. Ja. Ist jetzt gut mal. Ist jetzt wirklich langsamer gut? Danke. Boah. Au. Meine Güte. Ich meine, wenn man mehr Zeit hat, vorher sich drauf einzustellen, da zu springen, dann ist das ja kein Problem. Aber so... Autsch. Ist das wirklich ein bisschen gemein, wenn das direkt hinter der Kurve hängt.
Ja, ich will die Töpferei bitte mitnehmen. Und das ist eindeutig die peitschende Weide. Und fickt euch doch alle, ihr scheiß Bäume. Sorry. Ich wollte es hier nicht rumflamen, aber es... Komm, das war doch eindeutig auch in meinem Eis. Aber es ist gerade schon dezent... Ja, nervig. Vor allem, dass man da immer noch mal zurücklaufen muss, um das ganze Zeug auch aufzusammeln. Ja, aber es würde mich definitiv interessieren, ob ich da eventuell jetzt so eine verstreute Perle übersehen habe bei einem von den Truhen, die ich nicht geöffnet habe. Ich bin mir ja noch, immer noch nicht einig, ob ich die am Ende auch sammeln will noch. Wenn, dann werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich nach einem Guide durchgehen. Um die zu sammeln, aber naja. Die sind da. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Deshalb hatte ich Zweifel, ob ich es noch schaffe, weißt du? Trotz dieser langen Zeit hat es sich hier kein bisschen verändert. Aber Tarasu, dieser Ort hier ist das kleine Geheimnis von Yoshpet. Willkommen in Pongtan, der Heimat der Koropokel. Ich bin sicher, Isun wird dir noch mehr darüber erzählen. Ach. Egal, Kemo hatte Ligas Gegenwart hier gespürt, stimmt's? Wenn wir sie nicht finden, bevor der Tag der Finsternis beginnt und sie nicht die Vulkanbeschwörung durchführt, dann wird Kamui für immer unter Eis begraben werden. Wir verlassen uns alle auf dich, Amaterasu. Ja, okay. Koropokel. Das heißt, du bist ein Koropokel, Isun. Na, schön. Dann erfahren wir auch mal, was er ist. Und irgendwie habe ich das dezente Gefühl, dass da gleich wieder dieser Schrumpfstab zum Einsatz kommt. Aber erst gehen wir erstmal füttern. Entweder, ich glaube, ihr wollt Grünzeug, ne? Ja, genau. Genau. Hasen waren doch total, die stehen doch total auf Grünzeug. Wusste ich doch. Und ihr wollt wahrscheinlich entweder Grünfutter oder Fleisch? Grünfutter? Nein. Na. Fleisch? Nein. Okay, Samen. Interessant. Hätte ich jetzt von Wildschweinen nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber okay. Oh, da ist auch ein kleines dabei. Oh. Wir hatten doch beim Wildschwein nochmal einen anderen Namen. Ich komme aber gerade nicht drauf, welchen. Wie hieß denn das nochmal? Mensch, es liegt mir auf der Zunge. Ach komm schon. Ich weiß, dass ich es weiß, aber ich komme nicht drauf. Egal. Egal. Dieser Ort hat sich kein bisschen verändert. Amy, das Koropokeldorf Pongtak ist in diesem Baumstumpf. Zu schade, dass du zu groß bist. Ich bin sicher, es würde dir gefallen, da reinzugehen und mit den Bewohnern zu sprechen. Und wir haben ja doch noch den Stab. Natürlich wird er uns helfen. War doch klar, dass der nochmal, ja, seinen Sinn erfüllen würde. Hey, ist das nicht... Ja, es ist das Wunschzepter. Was macht das denn hier? Sag mir nicht, dass es dir deine Güte vergelten möchte. Ich hätte gedacht, dass Sachen so loyal sein können. Ich schätze, du könntest Pongtak besuchen, wenn du kleiner wärst. Nun, Feldknäuel, gehst du dann nun da rein oder was? Ja, natürlich. Natürlich gehe ich da rein. Wirklich? Nun, ich schätze, du könntest die Dorfbewohner nach Lika fragen. Aber du wirst alleine gehen müssen. Ich werde da nicht hineingehen. Ein cooler Helm könnte an so einem uncoolen Ort Schaden nehmen. Ist klar. Ich habe eher das Gefühl, dass du verstoßener bist und deswegen Angst hast, da wieder reinzugehen. Aber gut, das werden wir alles noch erfahren, wenn wir mit den Leuten dort drinnen sprechen. Weil die werden uns dann sicher auch das ein oder andere über Isun erzählen können. Das wird interessant. Pongtak. Ne, Pongtan. Sorry, nicht Pongtak. Pongtan. Ach, die Musik schon wieder. Schön.
Gut zu wissen, dass da ein Speicherspiegel ist, weil ich weiß nicht, ob wir da noch komplett durchkommen in diesem Part. Ja, stimmt ja, wir können ja auf Wasser laufen. Ich gehe erstmal links lang, weil ich bin ja Linkshänder. Zumindest was das Schreiben angeht. Immer wieder dieselbe lahme Begründung. Ich weiß. Jetzt will ich doch gerade mal was gucken. Reiseführer. Ja, doch, könnte hinkommen vom Hut her. Könnte das wirklich an die Komodokel rankommen? Erstmal aufnehmen. Ja, sieht irgendwie auch so aus wie ein Pfeffer, ne? Gengo! Was für ein ungewöhnlicher Kunde. Sag mal, du bist ein Gott, oder? Wir haben ja schon lange keinen mehr gesehen. Na gut zu, Wolfgott. Ich sammle Dinge, die ich im Wald finde. Das ist so eine Art Hobby. Möchtest du ein Geschäft mit mir spielen? Das ist doch ein recht ernstes Spiel. Ja. Zeig doch mal her, du hast doch sicher irgendwas Cooles. Acht Wunder. Schwert eines achtarmigen Gottes. Verleiht Tintenkugeln Kraft. Was auch immer das ist, ich will's haben. Und ansonsten nichts weiter Interessantes. Wir sind gut mit den M-Knochen ausgerüstet. Eine misst trotzdem mal 10 von denen mit. 25.000? Nee. Ich verkaufe erstmal. Und zwar Schätze. So. Meine Güte. Ausrüstung. Wie krass. Oh, wie krass das Teil aussieht. Ach so, ich kann es ja außerhalb vom Kampf nicht testen. Oh, wie schön das Dorf aussieht. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ich bin echt überwältigt. Das ist echt cool. Kuno. Hey, du bist ein Wolf. Bist du in das Dorf gekommen? Es muss Spaß machen, da draußen rumzuspielen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Aber ich muss die ganze Zeit das Malen üben. Wir alle hier kriegen Stunden vom Dorfältesten Ishaku. Er kann manchmal schon ganz schön streng sein. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bevor ich ein großer Künstler werde. Wenn ich doch nur wie Isun malen könnte, dann könnte ich den Göttern helfen. Okay, Isun ist auf jeden Fall kein Unbekannter. Merken wir uns. Aber das klingt lang ja gerade eher positiv für Isun. Echt sehr gespannt, was wir hier über Isun herausfinden werden. Gut, dass man da nicht runterfallen kann, das ist echt super, das gefällt mir gut, sonst hätte ich schon längst die da unten festzusitzen. Ja. Ach so, Moment, da ist ja nicht umsonst so ein Strahl. Ich kann ihn auch vorher schon draufstellen, dadurch jetzt. Das ist ganz geschickt. Ups, ich meinte natürlich aufwärts. Danke, Aufzug. Utani, Tupferei, Mann, das ist der letzte Schrei. Das ist zu verlockend. Schade. Wieso ist hier eine Blume? Achso, das ist ein alternativen Weg nach oben, oder wie? Weil von der aus komme ich ja nicht weiter irgendwie, ne? Nee. Doch, da hinten. Da hinten ist noch eine. Zack. Ach komm. Danke. Oh, eine verstreute Perle. Super. Ach ja. Und weiter. Oh.
Ach so. Okay. Ja, warum auch nicht? Ich bin verwirrt. Ach, da hinten ist... Okay. Das muss man halt auch erstmal wissen. Und zack. Und weiter. Ah, okay, hier lande ich sicher. Gut. Ja, geätschtes Glas. Schön. Kann ich da irgendwie eine Abkürzung nehmen oder muss ich jetzt den ganzen ätzenden Weg zurück? Ich glaube, ich muss den ganzen ätzenden Weg zurücknehmen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ups. Moment. Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Versprochen. Eins. Achso, das ist noch nicht offen. Jetzt ist es offen. Zwei. Drei. Und. Vier. Und natürlich. Fünf. Hallo, ich sagte 5. Wenn ich 5 sage, dann meine ich auch 5. So. Ach je. Ich dachte, das sei das Isun-Team. Dann ist das also das Kopoke-Team, oder wie? Und Isun ist halt ein Kopoke. So einfach ist das wohl. Für mich wird es trotzdem das Isun-Team bleiben. Weil man es halt wohl häufiger bei Isun hört als hier. Ja gut, den Strang gehen wir noch ab. Kurz, schnell, geht ja schnell. Tintenstein, unbegrenzte Tinte kennen wir schon. Haben wir hier irgendwie? Nee. Da haben wir auch nicht. Schade. Das ist Kunst. Hä? Achso. Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich gehe nach hinten dort speichern. Und wir... Moment mal. Das will ich dann doch noch schnell holen. Okay. Okay, okay, okay. Ich nehme ja schon den richtigen Weg. Ich nehme ja schon den richtigen Weg, bitte. Ich nehme ja schon den richtigen Weg. Ich mach's ja schon auf die normale Weise. Ich wollte nur gucken, ob ich da rüberkomme. Ein Achat-Klunker. Schön. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wenn das Spiel mal funktionieren würde. Ihr werdet nichts verpassen. Ich werde nur zu dem Speicherkristall zurückgehen. Und für diesen Part soll es das nämlich erstmal gewesen sein. Ja, den Rest des Kopokeldorfes schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es wieder heißt Let's Play Okami. Ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, schaut doch dann auch unbedingt das nächste Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.